Sie sind hier, Update München, der FC Bayern verliert gegen Leverkusen erst Tolisso und dann Rafinha verletzungsbedingt. Dem Franzosen droht ein langer Ausfall. Der FC Bayern bangt um seinen Weltmeister Corentin Tolisso. Der Franzose stieß beim 3:1-Erfolg gegen Bayer Leverkusen bei einem Zweikampf in der 39. Minute mit Leverkusen-Stürmer Kevin Volland zusammen. Tolisso erwischte es am rechten Knie. Er wälzte sich anschließend vor Schmerzen am Boden, zeigte gleich an, dass er nicht mehr weiterspielen kann. Volland traf indes keine Schuld. Von Bayern-Doc Peter Üblacher und Mitspieler Serge Gnabry gestützt, verließ er anschließend den Platz und ging direkt in die Kabine. Landsmann Frank Ribéry war zuvor von der Ersatzbank aufgesprungen und hatte bei den Sanitätern eine Trage gefordert. Für Tolisso kam James Rodriguez in die Begegnung. Kovac Kreuzbandriss wäre sehr schlimm, während der Achter in der Kabine behandelt wurde, bangten erst außerhalb des Stadions vorm Spieleeingang, dann im Kabinentrakt Mutter Marie Gentil, Vater Vincent und Tolissos Freundin und warteten auf den 24-Jährigen, der schließlich gegen 18:15 Uhr auf Krücken das Stadion verließ und in den Mannschaftsbus stieg. Wir haben uns die Sequenz nochmal angeschaut, meinte Bayern-Trainer Niko Kovac nach der Partie. Angesprochen auf die Möglichkeit einer Kreuzbandverletzung sagte er, es könnte sein. Wenn es sich bestätigen würde, wäre es sehr schlimm. Mitspieler Niklas Süle hat indes wenig Hoffnung auf eine glimpfliche Diagnose, ich hatte das ja auch schon, was Coco jetzt wahrscheinlich hat. Es tut uns sehr leid für ihn, weil er ein guter Kumpel und ein Top-Spieler ist. Was der Innenverteidiger meint, im Dezember 2014 zog er sich bei der TSG selbst einen Kreuzbandriss zu und fiel ein rund 6 Monate aus. Tolisso trifft zum 1:1 gegen Leverkusen noch in der 10. Minute hatte die Welt für Tolisso besser ausgesehen. Da hatte er den Führungstreffer der Gäste durch seinen Linksschuss zum 1:1 ausgeglichen, sein erstes Saisontor beim ersten Startelfeinsatz in dieser Saison. Viele Tolisso aus, wäre nach Kingsley kommen, Syndesmoseris im linken Sprunggelenk, ein zweiter Bayern-Franzose zum Zuschauen verdammt. Vincent Tolisso, Vater von Bayern-Mittelfeldmann Corentin, telefonierte in der Halbzeit der Münchner Partie gegen Leverkusen eifrig vor der Allianz Arena. Urheberrecht Plettenberg. Bayern bangt auch um Rafinha. Doppelt bitter für die Bayern, nach Tolisso traf es auch Rafinha. Der Brasilianer musste 10 Minuten vor dem Ende der Begegnung ebenfalls verletzt ausgewechselt werden. Rafinha war von Gegenspieler Karim Bel-Arabi böse an der Achillessehne getroffen worden. Bel-Arabi sah für die Aktion die rote Karte, das Foul von Bel-Arabi war geisteskrank. Das ist vorsätzliche Körperverletzung, kritisierte Bayern-Präsident Uli Hoeneß die Aktion. Sowas gehört 3 Monate gesperrt. Und zwar für Dummheit, nicht für Foul. So etwas macht man nicht. An der Mittellinie, wo es um gar nichts geht, hinterherlaufen und in die Knochen hauen, fallen Tolisso und Rafinha vorerst aus, stehen den Bayern nach dem 3. Spieltag nur noch 16 gesunde Feldspieler zur Verfügung, von Martin van de Vliet folgen Torverweigerer Martin van de Vliet, Jahrgang 1974, studierte Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Medien und Kommunikation an der Deutschen Spur. Mehr von Florian Plettenberg folgen @plettigol. Florian Plettenberg, Jahrgang 1988, studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Kassel. Anschließend volontierte er an. Mehr von Stefan Kumperger folgen @kumbat. Stefan Kumperger, Jahrgang 1986, fand nach Zeitungsvolontariat und Studium 2011 den Weg zu Sport 1. Dort war er zunächst als Redakteur. Mehr.